Hey, bleib stehen! Wer bist du? Los, sag schon! Wie ist dein Name? Brot und Quelle, Hirte und Weinstock, Auferstehung und Ewigkeit, Weg, Tür, Licht und Liebe, Leben, Wahrheit und Vergebung, Heilung und Friede, Alpha und Omega. Ihr fragt, wer ich bin? Ich bin's. Jesus Christus ist die Mitte des christlichen Glaubens. Wer sich auf ihn einlässt, wird ein anderer Mensch. Jesus ist faszinierend, kraftvoll, gewinnend, besonders. Er ist voll Liebe für jeden von uns. Die Predigtserie Ich bin's nimmt dich mit auf eine Spurensuche im Johannesevangelium und lässt dich entdecken, warum Jesus genau auch dein Schicksal ist. Ja, nun herzlich willkommen auch von meiner Seite und ganz herzliche Grüße auch aus der Gemeinde in Waldshut. Die hatten letzte Woche schon Generalprobe mit dieser Predigt, das heißt, ich darf sie heute das zweite Mal hören und ich habe schon mitbekommen, einige Mitarbeiter haben sie sich schon angehört. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht heute. Genau, vielleicht noch kurz zwei Worte zu mir und zu meiner Familie. Ich habe meine Frau und meinen Sohn heute mitgebracht. Das heißt, mein Sohn hat mich besser gesagt mitgebracht. Ich hatte heute Premiere. Ich wurde heute zum Kanzeltausch gefahren. Mal eine ganz neue Erfahrung. Genau, wir werden heute auch noch ein Stück in Friedrichshafen hier bleiben. Mein Sohn hat noch ein Radrennen und wir sind auch als Familie begeisterte Radfahrer. Und das verbindet mich auch mit meinem Kollegen Jan Lambers hier. Und ich habe schon mitbekommen, mit Daniel, dem Moderator, auch. Also wir genießen auch die Region hier, die doch sehr abwechslungsreich zum Fahrradfahren ist. So viel in aller Kürze zu mir. Wer mehr erfahren will, lasst uns einfach hinterher sprechen. Genau, das Thema der Predigt heute ist einer, der ankommen will. Ihr habt schon mitbekommen, es geht um Palmsonntag. Und ich möchte uns den Predigttext aus Johannes 12, die Verse 12 bis 22 lesen. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmenzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals. Doch das verstanden die Jünger zunächst nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb sie ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von den Wundern gehört, die er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten gern
Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Was für ein Auflauf, was für eine Aufregung dort vor den Toren Jerusalems. Wer bis jetzt noch nichts von Jesus gehört hatte, der bekam spätestens jetzt mit, dass hier ein ganz Großer in Jerusalem einzieht. Von Mund zu Mund wurde weiter erzählt, dass Jesus aus Richtung Bethanien in Richtung Jerusalem unterwegs war. Wer die Möglichkeit hatte, der ging dorthin. Wahrscheinlich gingen die Erwartungen regelrecht durch die Decke. Es war gerade für Israel eine besondere Zeit, das Passafest. Es stand vor der Tür und entsprechend viele Menschen waren vor der Stadt. Tumultartige Szenen spielen sich ab. Jeder will in der ersten Reihe stehen, wenn dieser neue König in Jerusalem einzieht. Jeder will Jesus sehen und will ihm zujubeln. Fast jeder hatte schon irgendetwas von diesem Jesus gehört. Vom Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana. Wie er die Händler aus dem Tempel warf, wie er Kranke heilte und wie er viele tausend Menschen satt machte. Und dann zuletzt noch dieses Wunder mit Lazarus, wie er von den Toten wieder auferstand, aus dem Grab geholt wurde. Was Jesus tat, das konnte nicht verborgen bleiben. Das sprach sich herum und erreichte selbst nun die, die bisher von Jesus nur wenig gehört hatten. Schon einmal wollten sie ihn zum König machen, damals nach der Speisung der 5000. Doch Jesus hatte sich damals dieser Krönung noch entzogen. Jetzt kam er nach Jerusalem. Jetzt war die Zeit, ihn zum König auszurufen. Und sicher würde es soweit sein, dass er jetzt seine Herrschaft antritt, dass er die verhassten Römer aus dem Land wirft und dass er das Königreich Davids wieder aufbaut. Die Erwartungen gingen regelrecht durch die Decke. Und Vorfreude mischte sich in diese gespannte Erwartung, wie er seine Herrschaft ergreifen würde. Die Fantasie ging schon mit ihnen durch und alle gemeinsam skandierten sie: Gepriesen sei Gott, gesegnet sei der, der am Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jetzt endlich kommt der kräftige Mann, der mit starker Hand das Land regieren würde. Und die Menge jubelt ihm zu, sie wedelt mit Palmenzweigen und dann ruft einer: Er kommt. Und die Menschen stellen sich vor, wie er aussehen wird und ob er auf einem Pferd kommt oder mit einem Streitwagen, in strahlender Rüstung vielleicht, ob seine Soldaten ihn begleiten und ob sie ihm den Weg bahnen. Doch wie er dann tatsächlich kommt, steht im krassen Gegensatz. Er reitet auf einem Esel. In seiner ganz normalen Kleidung, so wie sie ihn kannten, in seinem Gewand. Und hinter ihm die Jünger und weitere Menschen, die ihn die letzten Tage begleitet hatten. Selbst die Jünger, denen er schon oft sagte, was in Jerusalem passieren würde, hofften immer noch, dass Jesus Unrecht haben würde. Dieser Empfang hier in Jerusalem, der sprach eine andere Sprache. Alle Sorgen und Ankündigungen Jesu, dass er nach Jerusalem kommen würde, verhaftet und leiden würde müssen. Nein, die Leute begrüßten ihn doch freundlich, frenetisch. Gott sei Dank hatte er sich geirrt. Jetzt endlich würde seine Herrschaft beginnen, dachten auch sie. Darin waren sie sich alle einig. Jesus kommt und er kommt nicht mit einem Streitwagen in Rüstung mit Armee, sondern auf einem Esel in Begleitung einer Gurkentruppe. Ja, anders kann man die Truppe, glaube ich, nicht nennen. Vorlaute Fischer, egoistische Brüder, ein Verräter, eine bekannte Sünderin,
Zöllner, die einfach ihren Job geschmissen hatten, um mit Jesus zu gehen. Und noch viele weitere Leute, bei denen man doch irgendwie die Nase rümpfen musste. Nur mit dem Kopf schütteln konnte. Ein Vergleich zu heute notwendig? Jesus kommt nicht mit dem gepanzerten Auto. Nanu? Also, ganz langsam. Ich drücke. Na, sagt mal, jetzt. Jesus kommt nicht mit dem gepanzerten Auto, nicht mit Polizeieskorte, die ihn links und rechts begleitet, nicht im tollen Anzug und er fährt auch nicht auf dem roten Teppich vor. Ja, gewiss, die Palmzweige liegen. Stattdessen kommt er mit einer alten, verrosteten Rikscha vorgefahren. Mit ihm kommen Kleinkriminelle, Verwaltungsbeamte, Prostituierte, Straßenreiniger und ein paar Obdachlose. Und die Menge jubelt dem kommenden König zu. Was für eine schräge Situation, die wir dort beobachten können, die wir dort vor Augen haben. Lediglich eine Gruppe, die steht etwas abseits, einige Pharisäer. Nach der Auferweckung von Lazarus, da hatten sie entschieden, dieser Jesus muss weg. Sie wollen ihn töten. Sie hatten sogar Befehl erlassen, dass derjenige, der weiß, wo sich dieser Jesus befindet, dass er es mitteilen muss. Das musste auch Jesus gewusst haben. Und trotzdem zieht er dort in aller Öffentlichkeit in Jerusalem ein. Die Pharisäer sehen so langsam ihre Pläne in Gefahr, haben Angst vor ihrem Bedeutungsverlust und vor dieser Bloßstellung von Jesus. Jetzt können sie nur noch hoffen, dass er irgendeinen Fehler macht. Dieser Einzug von Jesus in Jerusalem ist lang her. Was im Laufe dieser Karwoche dann noch geschehen wird, haben die meisten vor uns vor Augen. Am Ende steht die Kreuzigung. Jesus stirbt für uns, für unsere Schuld, für unser Versagen, für unsere Untreue zu Gott, unsere Ungerechtigkeit und unsere Nichtachtung der Schöpfung und aller ihrer Geschöpfe. Und Gott bestätigt ihn am Ende als seinen geliebten Sohn, indem er ihn von den Toten wieder auferweckt. Und dann zeigt er sich seinen Jüngern. Er schenkt ihnen seinen Heiligen Geist und setzt sie in seinen Dienst an den Menschen ein. Und sie setzen fort, was er begonnen hatte, Menschen zu heilen, sie wieder in Gottes Gegenwart zu bringen, mit Gott in Berührung zu bringen. Wir wissen um das Ende der Geschichte. Doch nochmal zurück. Jesus zieht in Jerusalem ein, völlig anders als erwartet. Und Jesus handelt in Jerusalem völlig anders als von allen erwartet. Er macht sich nicht zum König, wie es alle erwarteten. Die einen freut's und die anderen wenden sich von ihm ab und wollen, dass sein Leben beendet wird. Deshalb lasst uns weiter bei diesem Einzug in Jerusalem bleiben, und zwar bei den Menschen, die ihn dort in Empfang nehmen und teilweise so sehr umschwenken. Lasst uns bei ihnen bleiben, weil sie uns ein Stück den Spiegel vorhalten und weil Jesus auch bis heute in unserem Leben als König einziehen will, als Friedenskönig. Wo würdest du wohl stehen in dieser Geschichte? Bei den Menschen? Bei den Pharisäern? Oder läufst du mit den Nachfolgern Jesu mit in dieser Prozession? Da wir in der Gemeinde sind, gehe ich unweigerlich davon aus, dass du dich nicht zu den Pharisäern zählst. In dieser Geschichte mal nicht. Na? Okay, jetzt ist alles wieder da. Ich habe meinen Text. Genau, Jesus soll handeln. Das ist so die erste Gruppe. Jetzt wollen wir mal gucken. Okay, ist schon alles da.
Die Menschenmenge. Jesus soll handeln. Vielleicht gehörst du zu dieser Menschenmenge, zu denen, die von Jesus erwarten, dass er nun endlich handelt, aktiv wird, dass er seine ganze Macht zeigt. Du hast schon viel über Jesus gehört, manches davon aus der Bibel, manches Erlebnis von anderen Christen, wie Jesus sie Wege in ihrem Leben führte, wie er Heilung schenkte und wie er sie durch schwierige Lebensphasen begleitete. Staunend hörst du diese Geschichten und du wünschst dir sehnlicher nichts mehr als genau das, dass er auch in deinem Leben handelt, dass er an manchen Stellen wirklich durchgreift, egal ob in deinem Job, bei den Ungerechtigkeiten in dieser Welt oder an den Krisenherden dieser Welt. Jesus muss doch endlich einmal zeigen, wer hier der Herr ist. Doch Jesus zeigt sich äußerlich schwach. Er stiftet im Verborgenen Frieden, ist den Schwachen nahe, den Elenden. Er erhebt nicht einfach seinen starken Arm, greift nicht durch und beendet einfach so die Gewalt. Irgendwie hat man den Eindruck, er stürzt die Despoten noch nicht vom Thron. Er fegt auch die Überheblichen noch nicht weg und auch die Reichen schickt er nicht mit leeren Händen fort. Im Gegenteil, Geld, Macht und Gewalt regieren weiter diese Welt, wenn wir in die Nachrichten sehen. Vielleicht überlegst du, ob du so einen König oder besser so einen Schwächling überhaupt noch zujubeln und zusingen solltest. Ob es sich noch lohnt, mit ihm zu reden oder ob es nicht besser wäre, ihm den Rücken zu kehren, so wie es die Menschenmenge damals im Laufe der Woche auch tut, bis sie schrie, weg mit ihm. Irgendwie hat er wohl doch den Bezug zu meinem Leben verloren, denkst du vielleicht. Und dann gibt es da als zweite Gruppe die Jünger, Hauptsache bei Jesus. Wahrscheinlich zählen wir uns auch eher zu den Jüngern, weil wir doch Jesus nachfolgen oder zumindest immer wieder mit ganzer Kraft versuchen, ihm nachzufolgen. Das Einzige, worin sich die Jünger von der Volksmenge unterscheiden, ist, dass sie länger bei Jesus bleiben, sich nicht einfach so vorschnell von ihm abwenden. Und doch, auch sie kommen im Laufe dieser Woche persönlich an ihre Grenzen, an die Grenzen ihrer Treue zu Jesus, so wie sie es nicht für möglich gehalten hatten. Doch hier beim Einzug, da ist sie noch wichtig, Hauptsache an Jesus dran. Voller Vertrauen, dass er zu seiner Zeit schon das Richtige tun wird und dass Jesus sich doch geirrt hatte bei seiner Einschätzung. Er wird das Richtige tun, dessen sind sie sich sicher. Ja, er hat doch davon gesprochen, dass er sein Reich aufrichtet. Wir wissen, dass Gottes Reich nicht von dieser Welt ist. Wir wissen, dass er so oft anders handelt, als wir es erwarten, als wir es gut oder gerecht empfinden. Und doch kommen auch wir mit Jesus immer wieder an unsere Grenzen. Wenn Jesus so anders handelt, als wir es wünschen und als es von uns erwartet wird. Jesus verstörte immer wieder die Frommen seiner Zeit und wahrscheinlich würde er es mit uns heute genauso machen, weil wir doch immer schon so gut wissen, wie man handeln muss, was zu beten ist und was unbedingt passieren muss, was Jesus zu tun hat. Bei den Jüngern, da sah das so aus: Treue schwören, große Reden schwingen, Ohr abschlagen, eine Weile vorher sogar aufs Wasser gehen und untergehen. Darin sind die Jünger immer wieder gut und ich oft auch. Nur wo wäre ich dann, wenn es drauf ankommt? Oder wenn Jesus sein Ding tatsächlich so anders durchzieht, als ich es für sinnvoll und zielführend halte? Bleibe ich dann bei Jesus? Akzeptiere ich ihn dann immer noch als König in meinem Leben, obwohl er so gar nicht dem Bild eines gängigen, gewaltvollen Herrschers entspricht? Die dritte Gruppe noch, die Pharisäer. Das können wir kurz machen. Denen ist Jesus sowieso schon lang ein Dorn im Auge, der muss weg. Er hätte sich ja an die Regeln halten können.
die sie aus den Schriften abgeleitet hatten. Hat er nicht, also selber schuld. Und da er die Leute gegen sie aufgewiegelt hatte, war für sie sein Schicksal besiegelt. Er muss weg. Ich habe mich gefragt, was passiert hier eigentlich vor den Toren Jerusalems? Jesus kommt und alle, fast alle, sind in irgendeiner Form voreingenommen. Sie beurteilen Jesus und drängen ihn in ihre Erwartungen oder arbeiten bewusst gegen ihn. Was passiert hier eigentlich? Eigentlich erwarten sie nicht Jesus, sondern sie erwarten etwas von Jesus. Sie erwarten nicht Jesus, sie erwarten etwas von ihm. Und das ist ganz unterschiedlich und manchmal deckungsgleich. Und genau das macht es für sie so schwer zu verstehen, wie Jesus hier handelt und was er dann im Laufe dieser Woche mit sich machen lässt. Die Volksmenge will einen richtigen König, die Jünger so ähnlich. Nur kennen sie Jesus etwas besser und vertrauen ihm länger. Und die Pharisäer, sie wollen auch, dass Jesus sich so verhält, wie sie das von ihren Zeitgenossen erwarten, so wie es sich gehört. Ich vermute, dass es uns heute oft ähnlich geht. Wir erwarten etwas von Jesus und nicht Jesus. Damit ist unser Blick verstellt auf das, was Jesus mit seinem Verhalten zum Ausdruck bringt, über sich, über seine Mission und über das Wesen Gottes. Er handelt nicht mit Gewalt, er stülpt uns nicht einfach irgendetwas über, er ist werbend. Er begegnet uns auf ganz einfache Weise, so wie er in der Krippe auf ganz einfache Weise in diese Welt gekommen ist. So begegnet er auch hier den Menschen nahbar, nicht in der Panzerlimousine, sondern auf einem Esel, so gekleidet wie sie, er hebt sich nicht ab. Und so begegnet er uns bis heute. Sie haben alle ihre Erwartungen, was Jesus zu tun hat. Eine Erwartung zu haben an sich ist ja nichts Schlechtes. Erwartung ist mit Spannung, mit Vorfreude, mit Hinsehen verbunden. Erwartung hält wach. Doch wenn meine Erwartung so festgelegt ist, dann enttäuscht mich alles, was nicht meiner Erwartung entspricht. Ich erinnere mich an eine Zeit irgendwann vor Weihnachten in meiner Teenie-Zeit. Wir hatten auf dem Dachboden ein Zimmer, das war so eine richtige Rumpelkammer, da war alles Mögliche. Manch kleiner Schatz auch zu finden und ich bin gern in dieses Zimmer reingegangen und habe in die Kästen geschaut, in die Schränke geschaut und mich umgesehen. Und irgendwann vor Weihnachten, da stand dort so eine Kiste mit einem Radio. Doppelkassettendeck damals, zum Aufnehmen und von einer Kassette auf die andere überspielen. Manch einer kennt das gar nicht mehr. Und es hatte sogar einen PLL-Synthesizer-Tuner für das Radio. Also nicht mühsam drehen und warten, bis was kommt, sondern draufdrücken und der nächste Sender kam automatisch und man konnte sie abspeichern. Traumhaft. Und ich dachte, das wird das Weihnachtsgeschenk. Und dann kam Weihnachten. Dann kamen die Geschenke. Aber da fehlte was. Ihr könnt euch denken, das Radio war nicht dabei und die Enttäuschung war unweigerlich groß. Dummerweise rede ich immer zuerst mit dem Gesicht, bevor ich nachdenke. Das Radio kam dann noch, weil es nicht als Geschenk für mich oder für meinen Bruder gedacht war, sondern für uns beide. Wir hatten ein gemeinsames Zimmer und meine Eltern wollten die Überraschung noch etwas aufheben. Aber die Enttäuschung davor war schon groß. Sicher kennst du das auch in deinem Leben, solche Enttäuschungen. Und sicher hattest du auch schon bestimmte Erwartungen an Jesus, was er tun soll, wie er sich in deinem Leben zeigen soll, wie sich etwas in der Gemeinde entwickeln soll, in dieser Welt. Und Jesus zeigte sich so ganz anders, führte deinen Weg so ganz anders. Mir ging es ähnlich nach meinem Studium. Nein, nicht das Studium der Theologie. Ich hatte Verkehrssystemtechnik studiert in Zwickau, meiner Heimatstadt. Und am Ende des Studiums
da war das theologische Seminar bei uns in der Gemeinde zu Besuch. Schon vorher kam ab und zu mal der Impuls, ich könnte mir vorstellen, du wirst mal Pastor. Ich habe das weit weggeschoben. Und plötzlich an diesem Abend, da war klar, jetzt spricht Gott mich an. Ich kam nach Hause und meine Frau guckte mir in die Augen und sagte auch schon, du, ich weiß, was du mir sagen willst. Und dann haben wir ein Jahr gefragt, gebetet und überlegt. Und eigentlich hatte ich doch schon den Wunsch, als Ingenieur für Verkehrssystemtechnik zu arbeiten. Habe mich beworben, aber habe keine Arbeit gefunden. Und gleichzeitig wurde genau der Ruf Gottes immer größer. Geh in den Dienst. Gott handelt manchmal ganz anders, aber er meint es gut mit uns. Wir brauchen immer wieder eine offene Erwartungshaltung. Es gibt eine Gruppe von Menschen in diesem Text, die genau diese offene Erwartung hat. Üblicherweise kommen die in der Predigttextlesung für Palmsonntag gar nicht vor, wenn dieser Abschnitt nach der Perikopenordnung gepredigt wird, denn da ist kurz vor ihnen Schluss. Es geht um die Menschen nicht jüdischer Herkunft. Heiden, Unfromme. Das ist an sich das Erstaunliche in dieser Geschichte. Nicht die Frommen haben die gute Erwartungshaltung. Nicht die Frommen sind die, die wirklich wissen wollen, wer Jesus ist, sondern die Heiden, die Unfrommen. Sie sind einfach fasziniert von dem Geschehen, von der Person Jesu, von allem, was sie berichtet bekommen. Doch sie stimmen nicht einfach in das Rufen der Menschenmenge mit ein. Das Geschehen hat ihre Neugier geweckt, ihr Interesse an Jesus. Deshalb wenden sie sich mit einer Bitte an Philippus. Herr, wir wollen Jesus kennenlernen. Sie sind unvoreingenommen. Sie sind offen für Jesus. Und nicht religiös vorgeprägt oder sogar verprägt und festgelegt. Sie wollen Jesus kennenlernen, so wie er wirklich ist. Leider haben sie in dieser Szene noch keinen Erfolg mit ihrem Ansinnen. Doch wahrscheinlich beobachten sie das Geschehen in den nächsten Tagen weiter. Was sie wohl dachten über die Kreuzigung? Vielleicht waren sie dann später beim Pfingstfest dabei und hörten von den Jüngern, was alles mit diesem Einzug und der Kreuzigung auf sich hatte. Und dann verstanden sie, dass Jesus erst dadurch zum wahren König wurde, zum eigentlichen Herrn dieser Welt, der größer ist als alle weltlichen Königreiche, weil er nicht durch Macht und Kraft regiert, sondern durch Gnade, durch Barmherzigkeit und Liebe. Jesus kommt als der ganz andere König. Das ist gemein. Jedes Mal, wenn ich hier drücke, geht mein Tablet aus. Schon wieder. Okay. Jesus kommt als der ganz andere König. Damals zog er in Jerusalem ein. Heute will er in mein und in dein Leben einziehen. Wie heiße ich ihn willkommen? Wie heißt du ihn willkommen? Und wie lange heiße ich ihn willkommen? Darf er in seiner Art in meinem Leben herrschen? Oder kreuzige ich ihn irgendwann? Jesus ist oft so anders, als es meinen Erwartungen entspricht. Kann ich ihm trotzdem zujubeln? Kann ich ihm trotzdem singen als dem Herrn der Welt? Lasse ich ihn ankommen? Bei mir, in meinem Leben, als der, der er ist, der König, der Herrscher dieser Welt, der so ganz anders ist. Was für ein Gott. Amen. Musik.